Ha! Servus Freunde, ich bin's wieder, Sigi, und heute bin ich mit dem Jürgen unterwegs. Heute haben wir was ganz Besonderes vor. Wir suchen ein Flaschenhaus in einem Wald, um da Flaschen zu fotografieren. Seid dabei und freut euch auf unser Erlebnis. Zum Flaschenhaus ist eins zu sagen, das gibt es seit ca. 20 Jahren. Da drin hat wohl früher mal ein einzelner Mann gewohnt, der dieses aufgebaut hat, und die Wände bestehen zum größten Teil aus Flaschen und Mörtel. Ich war selbst noch nie da, ich kenne aber Fotos von dieser Ruine, sage ich mal, und ich weiß auch, dass da ziemlich viel schon randaliert worden ist in dem Haus. Bin jetzt auch froh, dass der Jürgen mich durch den Wald mit hoch begleitet, weil ich verlaufe mich ja auch mal ganz gern. Das ist hier mein Kompass, mein Navi. Ich denke schon, dass wir es finden, und bin ganz gespannt, was uns da erwartet. Mein Ziel ist es, da 2, 3 coole Fotos von den Flaschen heute mit nach Hause zu nehmen. Also, dann sehen wir uns gleich im Wald. Warum liegt hier eigentlich eine Radkappe? Also, wenn man sich verlaufen will, sollte man in diesem Wald umherspazieren. Hier gibt es keine Wege, das gibt es doch gar nicht. Ich frage mich echt, wenn ein Typ ein Haus baut, dann muss es doch irgendwie eine Straße oder so einen Weg zu der Hütte geben. Aber die ist wohl echt ganz schön versteckt in dem Waldstück hier. Bin ja froh, dass ich nicht alleine diesmal da bin, obwohl wir Tag haben. Leute, wir haben das Haus jetzt endlich gefunden. Wir sind diesen Wald von unten komplett hochgelaufen, und hier mittendrin steht das Haus. Es ist tatsächlich aus lauter Flaschen gebaut, und die Grundmauern, die stehen noch. Aber man sieht hier echt die totale Zerstörung. Also hier ist ja echt alles kaputt. Und jetzt gehen wir mal rein. Drin ist super dunkel, glaube ich, zumindest. Aber mein Plan ist ja eigentlich, diese Flaschen hier zu fotografieren. Die Sonne steht jetzt auch ein bisschen ungünstig. Ich hätte mir gewünscht, dass die irgendwie leuchten im Sonnenlicht. Aber vielleicht geht es ja von drin irgendwie besser. Mal gucken. Also die Hütte ist leider nicht mehr im besten Zustand. Aber hier sieht man die Flaschen. Die könnte man bestimmt schön fotografieren. Ich gehe mal ein Stück hier hoch. Oh Gott, schau ich das mal an. Die sind echt reingemörtelt worden. Wow. Ho, 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 ho. Das schaut ja geil aus. War ein bisschen gefährlich hier. Ist schon echt crazy, die Hütte. Wahnsinn, was der hier geschafft hat, ganz alleine sowas hier zu bauen. Oh Mann, aber hier haben sie echt randaliert. Da hinten war mal ein Ofen, da haben sie auch kaputt gemacht, oder ein Kamin. Und hier hat auch die Natur ihre Spuren schon hinterlassen. Wahrscheinlich ist oben alles komplett feucht, und deswegen sifft es hier durch, und hier kommt die Decke einfach langsam runter. Oder diese Styroporverschalung. Okay, da war mal eine Dusche.
weiß ich echt nicht, wie ich mich hier mit der Kamera austoben soll, weil hier eigentlich alles kaputt ist. Aber mein Plan war es ja eigentlich, die Flaschen irgendwie zu fotografieren. Das kriege ich schon ganz gut hin. Hier ist auch nochmal ein Raum. So, und das eigentliche Hauptmotiv hier für mich zumindest ist nicht die ganze Hütte von außen aufzunehmen, sondern hier ein, zwei ausgewählte Fotos von dieser Flaschenwand zu machen. Weil das ist einzigartig, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das Ganze setze ich jetzt hier um mit dem Weitwinkel auf 16 mm. Mache das auch aus der Hand, weil ich die Kamera so ganz gut halten kann. Auf 1/60 Belichtungszeit, Blende irgendwas, eine 4er Blende oder 3er Blende und ISO 1250. Dann suche ich mir jetzt eine schöne Flasche hier mittig aus und baller hier drauf. Warte mal, die hier, die grüne. Bam, das ist geil. Jetzt nochmal eine. Wow. Und auch gleich einen Shot nach oben. Aber auch so, hier direkt sehe ich gerade, das wirkt auch extremst cool. Wenn man sich hier auf eine Flasche fokussiert, hier die grüne in die Mitte nimmt, mit dem Autofokus. Bam. Auf. Mal weiter weg, ist noch cooler. Echt einzigartig. Wie sieht es aus, wenn man nach oben fotografiert? Und auch so hier zu der Seite hin, da habe ich eine schöne Auswahl zu Hause und kann dann auf dem Rechner echt bestimmen, was hier cool aussieht. Das ist echt. Was für Partys der Typ hier alleine mit sich selbst gefeiert hat, dass er so viele Flaschen leer gesoffen hat, weil die meisten sind hier Schnapsflaschen und Bierflaschen, Weinflaschen. Nicht schlecht, echt nicht schlecht. Es ist nicht easy, aber es macht Spaß. Ich habe meine zwei, drei Fotos gemacht. So wie ich mir das eigentlich vorgestellt und auch erhofft habe. Und der Rest ist ja einfach kaputt. Das ist ja für so Lost Place Typen ist das bestimmt auch ganz interessant. Aber aus Fotografensicht ist das die Flaschenwand. Schau mal hier. Da hat er die Flasche in der Flasche hat er hier versteckt. Kleinen Klopfer. Prost. Abgefuckt. ISO 3000, jawohl. Go for it. So Leute, ich habe meine zwei, drei Fotos hier gemacht von den Flaschen, genauso wie ich es eigentlich haben wollte. Wenn euch das Video irgendwie unterhalten habt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ansonsten sage ich Servus, euer Sigi und bis zum nächsten Video. Servus zusammen, ich bin Sigi und heute mache ich Fotos in einer verlassenen Brauerei in Thüringen.
Die steht schon seit 1996 leer, komplett verlassen. Das ist eigentlich so ein Lost Place. Und ich bin heute auch nicht alleine hier. Ich bin mit dem Jürgen am Start. Der ist mein, sagen wir mal, meine Sicherheit hier, weil hier kann man sich verlaufen. Und es kann auch sein, dass das Gebäude auch teilweise einsturzgefährdet ist. Deswegen ist es für mich besser, auch heute mal zu zweit hier zu sein. Ich möchte Fotos machen und nehme euch mit. Let's go, wir gehen rein. Wow. Boah, schau dir das mal an. Boah, Wahnsinn. Wie es hier aussieht. Und hier, wow. Ich versuche alle Bilder mit dem 1635 aufzunehmen. Habe auch ein Stativ dabei, weil falls es richtig dunkel ist, muss ich da einfach länger belichten. Und jetzt bin ich super, super gespannt und ein bisschen aufgeregt, was ich hier für Motive finde. Und hier kann ich schön von unten nach oben shooten. Bin mit der ISO auf 800 hochgegangen, 2,8er Blende und 125. Belichtungszeit. Oh, sieht das geil aus. Ich muss noch von weiter unten fotografieren, dass ich den Kreis richtig mittig drauf kriege. Oh. Boah, das sind coole, coole Bilder. Einzigartig, echt. Aber auch hier abgeschnitten sieht es toll aus. Wenn ich den Kreis hier mittig reinlaufen lasse. Boah, Leute. Was für eine coole Location. Und auch hier diese Perspektive ist super. Ich habe hier diese zwei Bögen, dann habe ich hier den Kreis auf dem Boden. Dann kann ich schön, die Bögen sind ja irgendwie halbkreisförmig und jetzt nehme ich die Bögen einmal oben ins Bild auf und hier diesen unteren Halbkreis, den lasse ich auch schön in die Ecken zulaufen. Das ist ein cooles Motiv, eine coole Perspektive. Alles aus der Hand, bam, fertig, geil. Freunde, ich bin total hippelig gerade, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Macht richtig Spaß hier. Okay. So, ich habe jetzt hier unten im Keller der Brauerei Eiszapfen gefunden. Möchte ich gerne mit dem Stativ aufnehmen, aber auch das ist nicht so einfach, weil ich einfach keine schöne Perspektive finde. Ich müsste eigentlich niedriger gehen, aber mein Stativ geht nicht niedriger. Und ich will von der Wand da hinten auch nicht allzu viel draufnehmen, also muss ich ein bisschen ran fokussieren. Und entscheiden wir jetzt einfach mal so für den Shot. Das Ganze muss ich vom Stativ auch aus machen, weil ich 3 Sekunden lang belichte. Das kann ich unmöglich in der Hand halten. Oh, das sind echt sehr, 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 sehr einzigartige Bilder. So, jetzt mache ich mein erstes Testbild auf 3 Sekunden. Ich belichte jetzt auch mal 8 Sekunden lang. Oh Mann, meine arme Kamera. Ich fokussiere hier auf den allerersten Eiszapfen und jetzt mehrere Sekunden lang, damit das Bild einfach ein bisschen heller wird, weil hier ist es stockfinster. Okay. Oh, es tropft mir richtig auf den Kopf. Shit. Interessant. Okay, ich geh mal weiter hier im Keller. Freunde, dieser Ausflug hat nichts mehr mit Fotografie zu tun. Nur noch mit Angst. Ich zeige euch warum. Thank you.
Welcome.